So, meine lieben Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier mit Elden Ring. Nachdem wir erstmal ein bisschen orientierungslos auf der Insel der Drachenkommunion rumgestreift sind, wo wir leider die Zauber wieder mal nicht verwenden können, weil sie Arkan und Kleriker sind, Klerikerzauber sind. Das hat also gar nichts gebracht und jetzt sind wir hier nochmal bei Ritter Bernal gewesen, wo ja immer nachts dieser Klangperlensammler kommt. Oder ab und zu oder wann auch immer, ich krieg's nicht raus, wann der genau kommt. Und der hat jetzt mehrfach mit uns den Boden aufgewischt. Wir haben ihn ja immerhin bis zur Hälfte runter, aber seine 1000 Zauber, das macht es schwierig für mich gerade. Trotz Stärketrank. Das heißt, mein Plan war eigentlich hier nochmal zu gucken, ob wir beim Siegelgefängnis des Sturmhügels tatsächlich den Typen besiegt haben. Ich erinnere das nämlich nicht mehr. Das gucke ich mir jetzt mal als nächstes an. Und dann müssen wir uns, glaube ich, mal diese Aufgabe stellen in Gothics Schloss oben. Achso, jetzt sind wir hier unten. Das ist natürlich ungünstig. Hä? Gab es da nicht oben noch ein Tor? Ach, das war hier. Ich habe das mit der Perspektive durcheinander gekriegt. Okay. Denn das ist echt schwierig jetzt in diesem Spiel. Vorher war Dark Souls 3 manchmal ein bisschen fast schon zu linear für meine Geschmäcker. Achso, hier kommen wir die Wölfe, wenn ich hier lang reite, ne? Und jetzt ist es aber so, dass ich mich schon sehr verliere hier in der Open World. Wie leuchtet das denn hier? Gibt es hier wieder was zu holen? Nee, das haben wir doch schon geerntet. Ich wollte gerade sagen. Das wäre ja auch ein bisschen heftig, wenn sich das regeneriert jetzt. So, die Frage ist, haben wir das hier, ich weiß jetzt nicht mehr, mir kommt das so bekannt vor, dass wir das schon erledigt haben. Halt, 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 halt. Na, du kannst dich mal verpissen, Junge. Entschuldigung. Jetzt ziehen Bock tot gerollt hier. Haben wir den erledigt? Ich erinnere das nicht mehr. Okay, ist das eine gute Idee mit 9000 Seelen? Na, gucken wir mal. Oder kann man die wieder besuchen, die Siegelgefängnisse? Mir kommt es so vor, als hätten wir das schon erledigt gehabt hier. Nee, den erinnere ich nicht. Boah, Alter! Mal, wie lang kann der sein Spießchen da ausdrücken? Mann, ich... Scheiße. Das funktioniert ja richtig gut hier gerade. Hä? Das hat vorhin schon nicht funktioniert. Wieso funktioniert dieser Zauber jetzt nicht mehr? Hier, sag mal schnell. Der Sprungangriff nicht. Nicht der Sprungangriff. Dieser komische andere da, wie heißt er noch? Dieser Saltoangriff. Wieso hat das eben nicht funktioniert? Das hat vorhin schon nicht funktioniert. Irgendwas mache ich falsch gerade. Ich verliere die auch ständig aus dem Fokus. Vielleicht war ich diesmal zu nah dran. Ich hatte ja so Angst, dass ich weil ich ständig davor vorbeigehauen habe. Okay, aber der scheint irgendwie auch eine magische Panzerung gehabt zu haben, oder? Versuchen es jetzt mal. Jetzt fange ich wieder an, hier wegzurutschen. Ach, dieser Stuhl wirklich und meine Nervosität passen einfach nicht zusammen. Das scheint es ja gar nicht zu bringen. Dann. Okay, das bringt's nicht.
sei denn, wir versuchen den nochmal von hinten. Okay, nee, das funktioniert irgendwie alles überhaupt gar nicht, was ich hier mache. Hä? Ja, kannst du super. Also so schön an der Logik vorbei. Ach, kommt schon, ey. Nicht zu vergessen, dass das von der Spiellogik her der erste Gegner ist, in den man reingeschickt worden wäre. Gut, dass ich mir den nicht ganz am Anfang gegönnt hatte. Man kommt erstmal, man soll zur Burg hoch, man kommt unten an, dann wird man aufgemöbelt von dem springenden Riesendarmlosen da. Alter Schwede. Und dann kommt man hier oben als erstes zu diesem Siegelgefängnis, wenn man sich vom Weg ein bisschen entfernt. Achso, da war ja auch noch dieser Riesenmokel da hinten. War ja auch noch da. Der Brennende. Da hat das Spiel ein paar Statements rausgehauen, würde ich sagen. Es muss doch möglich sein, den zu erledigen. Ich habe doch ganz andere Gegner jetzt schon geschafft. Huch! Ach komm, Pfeff! Wir haben uns ja hier zu Hause geeinigt, statt Fuck jetzt immer Fachkräftemangel zu sagen. Bedeutet letztendlich quasi dasselbe. Ich werde versuchen, mich daran aufzuhalten. Das gibt's doch nicht. Es muss doch eine Möglichkeit geben. Wieso kann der das? Ich stehe nicht mal davor. So ein Unsinn. Boah, sag mal. Ey, das ist doch nicht zu fassen. Das serviert man quasi denjenigen, die im ersten Level hier rein laufen oder was. Das ist ja unfassbar. Fachkräftemangel. Ein Riesenhaufen Fachkräftemangel. Ich verstehe den Gegner noch nicht. Vielleicht muss man auch Schild an dem lernen. Also auf jeden Fall ist es keine gute Idee, rechts rum zu rollen. Ich glaube, ich muss links rum bei ihm rollen, oder? Naja, gut. Mann! Was für ein Bullshit ist denn das? Ja, und das macht er dann nämlich mit seinem tollen Superschild. Das kann er dann nämlich auch alles. Was für ein Held. Okay. Es gibt's doch nicht. Ich werde hier durch die Gegend geprügelt wie... Ach, scheiße, sag mal. Kann ich den Klangstein Gegner dann nochmal, den Klangperlenjäger nochmal sehen? Da war ich erfolgreicher. Scheiße. Gut, dann wird das wohl eine sehr üble Folge hier jetzt. Achso, vielleicht sollte ich meine Seele noch mitnehmen. Ne? Das ist echt was ich gleich noch vergessen werde, weil ich dann so nervös bin. Dann habe ich 9000 Seelen in die Tonne getreten. Das gibt's doch nicht, ey.
Das frustriert mich gerade so sehr, den habe ich extra aufgehoben. Und dann komme ich zurück, nachdem ich den ersten Endboss besiegt habe. Und es hilft mir gar nichts. Ach so, das macht er dann mit seinem Schwert. Ach, das ist ja toll. Also super. So, und wenn ich auf Distanz gehe, dann... Mann! Was kann man denn gegen den scheiß Schildangriff machen? Gar nichts, kommt man gar nicht durch. Mann! Ich... Was kann der denn alles? Zwischendurch schenkt er noch eine Cola aus, oder was? Was? Ey... Ich probiere es noch einmal, aber ich sehe zurzeit nicht, wie ich den bewältigen soll. Ist auch komisch, wie die Gegner hier drapiert sind in dem Spiel. Ich meine, man soll ja eingeladen werden, wiederzukommen, aber... Ja, die Frage ist nur, ich habe ja auch keine Zauber, die was gegen ihn tun können. Das ist so imbar, echt, da fällt mir nichts mehr zu ein. Ich kann... Kristallnova ist zu schwach, der kommt nicht durch den Schild. Dafür müsste ich viel zu nah sein, der sowieso nicht sinnvoll. Der von hinten macht null Schaden irgendwie. Das ist doch scheiße, sowas. Ich muss mir eine andere Taktik überlegen. Ja, ist klar. Hm, natürlich. Ist ja total logisch, dass du das alles auf einen Hubs kannst und so. Natürlich. Ich kann nichts machen. Wenn ich rolle, ist der Rhythmus weg. Vielleicht muss ich aufhören zu rollen. Er ist einfach zu schnell. Ich sehe überhaupt nicht, wie das gehen soll im Moment. Und dass halt Zauber völlig wirkungslos sind, ist halt auch so... Ich meine, in einem Spiel, wo man den Zauberer auswählen kann, dann völlig wirkungslose Zauber zu haben. Und wir sind jetzt mittlerweile auf... Weisheit 24. Und das macht trotzdem immer nur so 100 Schaden. Das ist doch lächerlich. Weiß nicht, irgendwas übersehe ich doch, oder? Vielleicht einhändig, dass er dann schneller ist, ich weiß es nicht. Okay, das funktioniert ja viel besser. Also das Fazit für mich eigentlich so ein bisschen aus diesem Open-World-Ding ist, man kommt entweder immer zu an, wenn man zu schwach ist, so wie hier, oder man kommt halt so an, dass man eigentlich gar kein richtiges, also das, was da bei Dark Souls 3 euch ja sehr beschäftigt, das Triumphgefühl ist, dieses quasi kathartische, heißt das so? Dass man halt so eine Katharsis erfährt, so eine Höhepunkterfahrung erfährt, aber das wirkt schon ein bisschen anders hier, weil man dann eben, dann ist es plötzlich ganz schnell vorbei, weil man einen Gegner erwischt hat, der zu schwach ist. Aber die richtige, diese, das, was From Software offensichtlich für euch sehr gut gemacht hat, diese, immer diese gleichbleibende Ebene der Anforderungen zu konstruieren, das scheint hier nicht so ganz so gut zu gehen, wenn man in der Open World unterwegs ist.
Ja, ich glaube, das hat hier auch keinen weiteren Zweck, irgendwie hier stundenlang rumzueiern noch. Wir können es ja noch ein bisschen probieren, aber ich sehe nicht, wie ich seinen Rhythmus lernen soll. Er hat ja gegen alles eine Waffe. Wenn ich rechts ausweiche, hat er ein Schild. Weiche ich links aus, zieht er das Schwert schnell durch. Und wenn ich zurückweiche, dann macht er unter mir dieses Erdbeben. Das ist einfach lächerlich, was der alles kann. Och, verdammt! Jetzt habe ich mich zu sehr auf den Dödel konzentriert, ey. Ja, das hat überhaupt keinen Sinn. Das tut mir leid, dass ich hier gerade so versage, aber das hat keinen Sinn. Leider, leider. Dann ist nur die Frage, was machen wir jetzt? Also, wenn ich hier rüber gehe, jetzt über die Brücke, werde ich auf jeden Fall vorher erstmal versuchen, dass hier unsere Seelen loswerden. Das ist mir nämlich viel zu riskant sonst. Halbmensch Bock ist noch da. Das macht ja überhaupt keinen Sinn so. Mit diesen Seelen da jetzt rüber zu gehen, kann man dir jetzt was Gutes tun. Okay. Die Nähnadel überreichen. Ach, das ist seine Nähnadel. Okay. Wait. Is that what I think it is? You got it back for me. My sewing needle. Aber nicht pieken jetzt damit. Made you go into a thing like that? My mum was a seamstress, and that sewing kit was all I had to remember her by. I always wanted to be just like sweet old mum. Then I suppose I can't just curl up and die, can I? Thank you. You're very kind. I always wanted to be a seamstress like my mum. Then I suppose I can't just curl up and die, can I? Ich würde dir ja gern helfen, aber ich habe nur die Nadel leider, offensichtlich. Okay. Vielleicht kann er sich damit nähen, ich weiß auch nicht. So, wie viel brauchen wir jetzt? Wir haben 8.900, wir brauchen immer noch wenigstens 4.600. Das kriegen wir ja zusammen. Ach, ich kann gerade keine Hirnakrobatik. Also das sind 1200, ne? Muss man wieder ins Menü, um das wieder auszuwählen, statt dass man einfach hier bleibt. So, das sind 800. Das sind 400. Das sind 3200. Das reicht aber, wenn ich die alle auswähle, noch nicht. Ne? Das sind ja dann nur 32.000. 3.200, Entschuldigung. Dass man das immer nicht in einem Menü hat, verdammt! Es fehlen noch 1.200. Immerhin haben wir dann noch mal eine gute Tat vollbracht hier. Kriege ich jetzt die dunkle Schmiedesteine her, Stufe 3. Wahrscheinlich irgendein Händler in Leon. Oh, er ist weg. Ich habe ihn kaputt gemacht.
vielleicht sollten wir einfach mal ein bisschen mehr Lebensenergie machen. Mal. Stärke erhöht unsere Schlagfähigkeit, magische Resistenz. Ich schlage vor, Kraft oder wo steht denn? Es steht hier dann auch wieder nicht, in welche maximale Ausrüstungsgewicht steht da, aber nicht, ob in welcher Klasse wir sozusagen sind von den Stufungen. Leichte Belastung, mittlere Belastung. Gut, machen wir das so. So, und jetzt. Beim Schmied kann man nur verkaufen. Naja. Das ist doch alles dummes Zeug. Bei ihm konnte man auch nichts kaufen. Ihn haben wir auch schon ausprobiert. Ne, dann sind wir am Ende unseres Lateins jetzt angekommen. Dann könnten wir jetzt eigentlich mal, ich bin ja schon ein bisschen neugierig, durch das Portal reisen. Ne? Wir haben noch 10 Minuten, dafür brauche ich jetzt den Burghof nicht anfangen. Das würde mich schon interessieren. Lass uns total mal einfach gucken. Jetzt kann ja nichts schief gehen, wenn wir nur noch 20 Seelen haben. Runen, Entschuldigung. Genau. Nein. Ach, das ist oben auf dem Berg. Ach, ey, diese Steuerung wirklich, es ist so doof. Da oben drauf ist das, ach so. Hoch, ne? Naja, wahrscheinlich muss ich dann sowieso eine andere ein anderes Leuchtfeuer, eine andere Gnade wählen. Aber wie kommt man da hin? Da muss man ja irgendwie hinkommen. Kann ich mir ja nicht von irgendwo hoch oben runter droppen lassen. Hier stopft da auch noch so ein großer rum. Das sieht so aus, als muss ich ernsthaft dann die Treppen hochhüpfen. Und das mit der Präzision einer Steuerung aus der Hölle. Oh ne, da muss ich hoch. Diese Moskitos will ich auch nicht haben. Ey. Okay, wieder mal blamiert. Es sollte die Folge der Blamage irgendwie. Oh, was ist das hier? Ist das das Portal hier unten? Scheint so, wa? Okay, ich dachte, das wäre da oben drauf. Sind wir jetzt wieder in Sjofra unten? Oh shit, wer bist du? Oh.
Okay. Wo sind wir denn jetzt hier überhaupt? Oh, ganz am anderen Ende. Okay. Aber wenn ich das jetzt da drin aufmache, ist das ein Bossgegner oder was? Wahrscheinlich, ne? Sieht ja nicht sehr einladend hier aus. Aber die Tür aufmachen? Oder findet er das dann nicht so lustig? Wahrscheinlich findet er das nicht so geil. What the Fachkräftemangel. Das ist aber wirklich ein sehr weitgehendes Portal. Was ist denn noch da eingezeichnet? Es ist noch eingezeichnet, ja. Bist du jetzt nett oder bist du nicht so nett? Das sieht eher aus, als wärst du nicht so nett, gell? Okay, er mag nicht reden. Eine Anzahl Todeswurzeln. I smell it. Death. Feed it me. Tarnished. Bring more deaths. I shall grant thee. Eye and claw. Feed me more. Okay. Links. Ja, ich hab's gehört. Oder wird er jetzt sauer, weil ich ihn noch nicht weiterfütter? Bösartige Person voraus, ja. Genau. Ich möchte auch gar nicht wissen, wann er noch wütender wird. Aber ich werde ihn jetzt nicht gleich wieder killen. Ihr habt ja gesagt, ich soll nicht immer gleich alles... Also ich werde ihn sowieso nicht killen, aber angreifen, meine ich. So, und jetzt wollen wir aber mal gucken, was ist denn das, was uns da gegeben hat? Das lag ja bei Schlüsseln, das muss ja ein Questgegenstand oder so sein. Er zittert angeblich in der Nähe von Todeswurzeln. Muss man es dann ausrüsten oder wie, oder was? Ein Steinauge mit Krallenspur erhalten von Bestienkleriker Gurang. Es soll in der Nähe von Todeswurzeln zittern. Die trübviolette Iris macht den Eindruck, als wäre sie lebendig. Das scheint aber eher ein Gegenstand zu sein, den man wie einen Schlüssel abgibt, ne? Mist, was hat er uns eben noch gegeben? Und wieso ist die Musik so kreischig? Schleicht er sich gerade an mich an? Was hat er mir denn noch gegeben?
Wieder das alte Lied, das sie nicht kennzeichnen, was man gerade bekommen hat. Ich hab's schon wieder vergessen. Fingerabtrenner. Ich weiß nicht, was ich bedenklicher finde, dass es benutzt wird in dieser Form, in dieser Welt, oder dass es dafür ein extra Werkzeug gibt. Ich bin gerade ein bisschen überfragt, mal wieder, was das jetzt war. Wir haben noch zwei Dinge bekommen. Was war denn das andere? Ich bin immer zu sehr abgelenkt davon, ob sie sich gleich aufrichten und mich umbringen. Das Bestienauge. Ich weiß nicht, was wir gerade eben bekommen haben. Das bekommen? Der Groll? War es das? Ist auch wieder Glaube. Ach komm, was ist denn das für eine Spielmechanik, Mann? Okay, irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass ich hier richtig bin. Also Imsen da vorne auf die Mütze zu geben, das halte ich für sehr wenig sinnvoll. Naja, viel kann ja nicht passieren, weil wir ja nichts haben. Vielleicht kriegen wir ja wenigstens schon mal irgendwie die Karte zusammen. Oh, wir haben einen Turm. Oh, wir sind am Rande der Welt, oder was? Wo sind wir denn? Mal darüber gucken. Ach, das sieht man alles noch gar nicht. Aha, aha. Na gut. Alter, der ist aber auch massiv da, der Junge. Oh. Die ist verblasst. Okay. Das ist ja nicht so gut. Ja, dann schauen wir mal, ob wir die nächste Folge hier lange aushalten oder wir beginnen halt mit dem Godrics Turm da hinten. Mal gucken, ob wir hier irgendwie was sehen, aber auf der Karte ist nicht zu sehen. Wo ist hier vielleicht ein, ach, dieses Stück hier, vielleicht muss man das entdecken, wa? Um die Karte aufzudecken. Rückzugsort der Bestien. Na gut. Schauen wir mal in der nächsten Folge, was es mit den Bestien auf sich hat. Dann bleibt schon neugierig. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und ciao.